So, hallo und herzlich willkommen. Leider im Stadtpark, sprich Zivilisation, sprich Lärm. Der Lärm macht es. Freiwillige Selbstzensur. Es geht im Wesentlichen um meine Meinung zu Leuten, die Lärm verursachen. Die mag ich nämlich nicht so. Habe ich natürlich im Original ein bisschen deutlicher ausgedrückt. Aber ich habe leider was gefunden, was noch frisch ist und was wir besprechen sollten, solange es noch frisch ist. Und darum muss ich das jetzt hier machen, weil ich komme nicht rechtzeitig heim, bevor es möglicherweise nicht mehr frisch ist. Das ist ein Stück Rohrkolben. Vielleicht eher zu erkennen am entsprechenden Kolben des Rohrkolbens. Und das ist was ich einfach mal spontan kurz angesprochen haben wollte, da ich endlich mal in der Lage war, einen Rohrkolben zu finden, der mal nicht im Naturschutzgebiet steht, den man also entsprechend auch mal ernten kann, um ein bisschen drüber zu sprechen. War natürlich ursprünglich mal deutlich länger, die Dinger haben so ungefähr 2 Meter, wenn es gut läuft, 1,50 Meter, wenn es nicht so gut läuft und drunter selten, wenn sie dann ausreichend groß sind, um entsprechend hier so einen Kolben auszubilden. Ist eine der bekannteren Survival-Pflanzen, wenn man so möchte. Da kann man einen ganzen Haufen Zeug mit anstellen und das Schöne ist, kommt weltweit vor. Also es gibt fast keine Ecke auf dem Planeten, an der man nicht, sag mal, ist da das Ding im Bild? Nee, ist es nicht, aber egal. Gibt kaum eine Ecke auf dem Planeten, wo man nicht irgendwo einen Rohrkolben finden kann. Verschiedene Arten davon, völlig egal, haben alle mehr oder weniger dieselben Eigenschaften und bilden unter anderem eben diese Kolben aus. Der hier ist noch nicht ganz reif, beziehungsweise noch nicht völlig verblüht. Das sieht man daran, dass hier der männliche Kolben drüber steht. Ja? Also die bilden quasi männlichen Samenstand, beziehungsweise Pollen, Entschuldigung, ach, ich schmeiße immer Sporen und Pollen durcheinander, wenn ich eine Sekunde nachdenke, aus dem Redefluss, ne? Egal, jedenfalls entsprechend männlichen Pollenstand oben drüber und unten drunter dann gleich das weibliche Geschlechtsorgan, das ist in diesem Fall hier eben dieser sogenannte Kolben. Und je nachdem, wie spät im Jahr man ankommt, ist das Ding entweder noch völlig fest, das ist hier jetzt der Fall, auch relativ schwer, also wenn man den hier so, das merkt man richtig, dass der ordentlich Gewicht hat, wenn man ihn so hält, und schön flauschig. Und wenn er dann später schon sehr vertrocknet ist und man zum Beispiel Reste davon im, ich sag jetzt mal Spätherbst oder so findet und die Samen hier drin schon alle reif sind und entsprechend wie mit ja, diesen Fluggeräten, ne, die am Löwenzahn dran sind, diese Schirmchen, ne, mit sowas in der Richtung in der Gegend rumfliegen, dann ist er halt eben eigentlich reif. Die Samen sind größtenteils eben auch schon rausgeflogen. Man kann auch jede Menge Puschelmaterial aus dem Kolben rausgewinnen, kann versuchen, damit sein Feuer anzuzünden, was ich nicht persönlich nicht unbedingt empfehlen würde. Ich bin jetzt gar nichts dabei, um das zu demonstrieren, dass das möglicherweise brennbar sein könnte. Also der Ben meint, zum Feuer machen die reifen Samen, die dann so aussehen, also ihr seht hier diese Verdickungen, das ist tatsächlich der Samen und an dem Samen dran hängen halt eben diese diversen, ja, Flugfederchen, nenne ich es jetzt einfach mal, da gibt es bestimmt irgendeinen Fachbegriff dafür, den ich tatsächlich jetzt gar nicht auswendig weiß, ist auch wurscht für unsere Zwecke, jedenfalls das Zeug ist brennbar, also wenn du das zusammen fluffst zu einem Häufchen, es dir irgendwo hinlegst und mit dem Firestyle dran rumstreikst oder mit dem Feuerzeug das Ganze anzündest, dann flammt das kurz auf, brennt 1 bis 2 Sekündchen und dann ist es auch schon wieder weg. Das heißt, das eignet sich als Zunder dahingehend, wenn man zum Beispiel Feuer bohren möchte oder sonst irgendwie nur einen einzelnen Funken auf sehr umständliche Art und Weise erzeugen kann, weil man halt keine andere Möglichkeit hat und kein Zivilisationsfeuermittelchen dabei, dann ist das eine Variante, um aus einem Funken bzw. einer Glut eine Flamme zu erzeugen, mit der man dann wiederum wohl möglich ganz schnell was anderes anzünden kann, das ebenfalls gut entzündbar sein muss, das dann aber länger brennt. Sowas nennt man auch im Fachterminus des Survivals Flash-Tinder, der einmal kurz aufflammt und dann auch schon wieder verloren ist. Das heißt, du musst schon sehr genau wissen, was du damit anstellen möchtest, beziehungsweise das geübt haben, damit Feuerle zu machen. Für einfach so, wenn man keine Ahnung hat und losgeht und Rohrkolben sammelt und denkt, jetzt könnte man damit problemlos ein Feuer anzünden, ist das gar nicht mal so einfach. Ich habe ein bisschen experimentiert, nicht weil ich so häufig Rohrkolben finde, das passiert ja tatsächlich sehr selten, aber man hat mir mal eine Menge von dem Zeug zugeschickt und damit habe ich ein wenig rumexperimentiert und habe festgestellt,
Ja, mag vielleicht irgendwie funktionieren. Ich habe es dann auch irgendwann notgedrungen hinbekommen. Aber einfach ist das nicht. Und es ist also nicht ein besonders guter Zunder. Harz oder Birkenrinde funktioniert meiner Meinung nach beides erheblich besser. Das da lässt sich allerdings hervorragend mit Harz vermischen. Und da kann man dann durchaus drüber nachdenken, ob das nicht dann vielleicht lustig wäre. Ja, auch als Fackel Harzklumpen mit Rohrkolbenmaterial einfach zusammenkleben, an den Stock hängen und als Fackel nutzen, das funktioniert ganz gut. Wir nehmen uns hier hinten, versuchen das mal ein bisschen. Ja, also den hier kann man jetzt von Hand nur sehr schlecht zerfasern, in seinem momentanen Zustand, weil ja, der ist halt noch nicht so reif in Anführungszeichen, dass man ihn jetzt als Zundermaterial verwenden könnte. Wenn der dann so richtig schön fluffig ist, da gibt es Bilder, ich blende euch Bilder ein, ne? Dann ist er dahingehend praktisch, weil im fluffigen Zustand kann er verwendet werden, um zum Beispiel Klamotten auszupolstern. Aber im momentanen Zustand halt, zack. Also da sitzen jetzt doch trotzdem diese Flugdingerchen hier drin, ne? Nur eben hier noch. Habe ich schon Motorradfahrer erwähnt? Egal. Ich mache die Diskussion gerne jedes Mal auf, wenn irgendwelche Arschgeigen in der Gegend unnötig Lärm erzeugen, beziehungsweise zum eigenen Vergnügen auf Kosten anderer Lärm erzeugen. Das ist ein Verhalten, das macht für mich ein Arschloch aus. Du verhältst dich rücksichtslos gegenüber anderen zum eigenen Vorteil oder weil es dir schlicht egal ist, dann bist du ein Arschloch. Ja, meiner Meinung nach. So, wie auch immer, jedenfalls so sieht das Ganze dann von innen aus. Ihr seht hier diese Fetzelchen runterhängen, das sind eben diese Flugdinger. Wenn die später weiter ausgetrocknet sind und der Samen vollständig gereift ist, beziehungsweise erst reift der Samen, ja, der hängt an diesen Flugdingern dran, das sind viele kleine. Das ist hier diese braune Schicht, mehr oder weniger, ist die Schicht, in der auch die Samen drinstecken sozusagen. Und wenn die durchgereift sind, dann werden eben diese kleinen Fallschirmchen hier sozusagen deutlich fluffiger. Dann ist das Ganze irgendwann flugfähig, löst sich bei starkem Wind vom Kolben ab, fliegt in der Gegend herum. Und ja, hier könnt ihr es sehen, ne? So schaut das Ganze dann aus, nur halt eben noch viel fluffiger, als das jetzt gerade der Fall ist, ne? Sind die noch jünger als jetzt? So in diesem Zustand, wenn man drauf rumklopft und es kommt ein bisschen was raus, würde ich jetzt nicht machen, aber sind die noch ganz, ganz jung, dann kann man den kompletten Kolben frittieren, so man dann was hat zum Frittieren, oder kochen und den kompletten Kolben so verspeisen, soll angeblich nicht schlecht schmecken, wenn einem das Innere, ne, hier ist in der Mitte ja noch ein Stiel, den kann man hier auch schön sehen, der ist ungefähr genauso hart wie hier. Und hart ist der definitiv, das ist auch ein tolles Material für Dämmstoffmatten oder als Baustoffalternative, ein sehr nachhaltiges Zeug, so ein Rohrkolben. Und da kann man nicht wirklich drauf rumkauen. Das heißt, man kann schon drauf rumkauen, es passiert nur nichts, beziehungsweise wenn man nicht ausgezeichnete Zähne hat, wird man da sowieso nichts kaputt kriegen. Und selbst wenn man es kaputt kriegt, es bringt dir keine Nährstoffe oder sonst irgendwie was in diese Richtung ein. Das heißt, die sind weitestgehend in dem Zustand, wie ich ihn jetzt hier vorliegen habe, ziemlich nutzlos. Ich mag das Ding fast nicht kaputt machen. Ich finde die irgendwie schön. Aber wir schneiden hier noch mal ein wenig auf. Ja, und dann seht ihr. Ja, ist schon interessant. Und vor allem eben diesen braunen Innenmaterialbereich. Das ist halt das, wo auch die Samen drin stecken. Und deswegen ist das Ding im jungen Zustand essbar, weil halt die Samenanlagen, beziehungsweise das, was da zu diesem Zeitpunkt bereits an Eiweiß, Kohlenhydraten und auch Fett eingelagert ist. Viel ist es nicht Fett, aber vor allen Dingen ein bisschen Eiweiß, ein bisschen Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Das kann man dann auf diesem Wege eben mitessen. Das gibt einem ein paar Kalorien. Ob das lecker ist, das müsst ihr mich nicht fragen. Ich bin kulinarisch sowieso raus und kann bei kulinarischen Fragestellungen nicht wirklich mitreden, da mein Geschmack ein bisschen anders ist als der von anderen Leuten, ne? Aber dieser Übergang von diesem Bereich hier zu diesem bräunlichen Bereich, dieses Innenleben, das ist, wie gesagt, theoretisch essbar, ist auch weich, ja? Also ich drücke hier mal spaßeshalber einen Fingernagel rein, das geht ganz einfach. Ihr könnt da zwei Fingernagelabdrücke jetzt hoffentlich sehen. Und ja, das ist, schnibbeln, versuchen wir mal rauszuschnibbeln. Ja, das geht schlecht mit rausschnibbeln. Aber wie gesagt, das ist theoretisch irgendwie essbar, ne?
Wer das ausprobieren möchte, wer da keine falsche Scham hat, der darf das selbstverständlich gerne ausprobieren. So, gesamte Pflanze blende ich euch ein und so weiter und so fort. Ja, machen wir noch einen kleinen Botanik-Einschub. Also, ihr seht hier eine Mischung. Manche Pflanzenteile breitblättriger Rohrkolben, manche Pflanzenteile schmalblättriger Rohrkolben. Und der Name ist Programm, um die beiden Dinger auch mehr oder weniger zu unterscheiden. Ist aber auch gar nicht unbedingt notwendig. Man kann es auch am Kolben ganz gut auseinanderhalten, weil beide sehen ungefähr so aus wie hier. Gerade der untere Teil ist interessant, nämlich die Verdickung am Ende vom Stängel und dann das Rhizom, das halt eben vom Stängel in den Bereich daneben sozusagen übergeht. Und das Rhizom, das ist eben die Speicherwurzel des Rohrkolbens, darüber werden wir dann nachher aber noch reden. Die haben fast alle Rohrkolbenpflanzen plus minus ausgeprägt. Bei manchen ist sie halt eben sehr klein, bei anderen sehr deutlich. So. Ja, dann bilden alle Rohrkolben eben den sogenannten Kolben aus, der dann mittels Flugsamen sich in der Landschaft ausbreitet. Das ist eine sehr effiziente Ausbreitungsstrategie, gerade da am Gewässer häufig Wind geht, einfach weil ein Gewässer glatt ist von der Oberfläche her und der Wind hohe Windgeschwindigkeiten, wenn er übers Gewässer pfeift, erreichen kann. Und so sieht dann ein entsprechendes Rohrkolbenfeld aus, beziehungsweise eine Röhricht auch gerne genannt. Ganz wichtiger Lebensraum für verschiedene Pflanzen und Tiere und für uns tatsächlich eine enorm effiziente Nahrungsquelle, weil, wenn es noch nie mitbekommen hat, Rohrkolben kann man essen. Und in so einem Röhricht wird man natürlich nass, wenn man da versucht, an die Dinger ranzukommen, aber prinzipiell sind wir ja in der Lage, nackisch wasserdicht zu sein und können dann zumindest, wenn nicht gerade tiefster Winter ist, dann halt eben nicht sehr lange da drin rumhantieren und uns vielleicht mit einem Grabestock versuchen, unter Wasser notfalls, wenn man sogar tauchen möchte, weil man ganz krass ist, eben die Teile möglichst tiefgründig auszubuddeln. Sie stehen aber auch am Rand von Gewässern und da muss man dann nicht ganz so tief buddeln, um sie möglichst tiefgründig auszubuddeln und möglichst viel vom Rhizom eben mit aus der Erde herauszuholen. Wer da ein Grabewerkzeug dabei hat, ist natürlich in der Lage, das deutlich einfacher zu bewerkstelligen. Wer gar keins hat, das geht zur Not auch per Hand und mit etwas Schmackes kann man sie auch dann so rausreißen. Meinen habe ich einfach komplett rausgerissen, ohne groß zu buddeln, weil ich dabei nicht groß beobachtet werden wollte. Es gibt weltweit einen ganzen Haufen Rohrkolbenarten, wobei so viele sind es auch nicht im Vergleich mit anderen Pflanzen. Das hier ist der südliche Rohrkolben, auch eindeutig als Rohrkolben zu erkennen. Ja, weltweit kann man sich ziemlich sicher sein, es mit einem richtigen Rohrkolben zu tun zu haben und damit eben auch mit einem essbaren Pflänzlein, wenn er halt Rohrkolben dran hat. Ja, also gerade wenn man international unterwegs ist, würde ich so lange versuchen, vor mich hin zu hungern, bis ich tatsächlich sehe, dass die Pflanze, die wohl möglich ein Rohrkolben sein könnte, besagte Kolben auch ausbildet und dann kann man sich sicher sein. Insbesondere, wenn es einen oberen und einen unteren Fruchtstand sozusagen gibt. Oben, das seht ihr hier, mit Abstand von ein paar Zentimetern über dem eigentlichen Kolben, ist so ein vertrockneter Bereich. Das ist eben das männliche Geschlechtsteil, wenn man so möchte. Und unten drunter befindet sich der eigentliche Kolben, das sozusagen weibliche Geschlechtsteil. Ja, und wenn man diese Zweiteilung hat und eins von beiden eben kolbenförmig ist, mindestens eins von beiden, dann handelt es sich auch um irgendeinen Rotkolben. Und da geht es von den Tropen bis in die gemäßigten Breiten, beziehungsweise bis hin schon ins relativ kalte, dass die Dinger vorkommen. So, und das hier ist noch ein Igelkolben. Schöne Illustration dazu. Der unterscheidet sich vom Rohrkolben eben davon, dass er, dadurch, dass er keine Rohre als Kolben hat, sondern so Igelbällchen als Kolben, wenn man das so nennen möchte. Die sind grundsätzlich theoretisch auch essbar, aber ihr könnt es links unten in der Darstellung erkennen. Allzu viel fleischiges Rhizom bilden die nicht aus. Das heißt, es lohnt sich schlicht und ergreifend nicht, Igelkolben im großen Stil zu sammeln und den dann aufessen zu wollen. Aber ja, nur einfach damit man die mal gesehen hat, das sind eben die nächsten engeren Verwandten der Rohrkolben, beziehungsweise umgekehrt, die Rohrkolben sind die nächsten engeren Verwandten vom Igelkolben. So, und dann jetzt noch zum Schluss. Meinen Beispielkolben habe ich hier aufgesammelt, das ist kurz vor der S-Bahn-Haltestelle. Einfach im Wassergraben sozusagen zwischen Gleisbett und Böschung zum Dorf.
Und da stehen ein paar rum. Und die sind dankenswerterweise eben mal nicht unter Naturschutz stehen, weil viele Feuchtgebiete halt eben Naturschutzgebiet sind. Ist im Survival-Fall egal. Aber für das legale Ernten eines Rohrkolbens ist es dann schon wieder so ein bisschen schwierig. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob man hier jetzt einfach hingehen kann und sich dann Rohrkolben pflücken, aber meiner Meinung nach geht das unter Blume pflücken, weil ein Rohrkolben ist genauso eine krautige Pflanze wie eine Blume auch und Blumen pflücken ist ja erlaubt. Wildblumen wohlgemerkt, ja, nicht aus irgendjemandes Garten. Und daher bin ich davon ausgegangen, dass ich hier tatsächlich mir mal einen Rohrkolben mitnehmen darf. So, also bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das zumindest mal nicht verboten ist. Vielleicht nicht ausdrücklich erlaubt, aber ja, nur damit ihr wisst, wo man an so ein Ding mal vielleicht rankommen kann, wenn ihr auch so eine Stelle an euren Bahngleisen oder ähnlichem entdeckt. Die Deutsche Bahn findet es übrigens nicht lustig, wenn man direkt neben den Kiesschotter irgendwie länger sich aufhält, vermutlich. Aber hey, wir finden die Deutsche Bahn auch nicht lustig. Also gleicht sich das wieder aus. So, weiter im Text. Dann haben wir die Halmteile, also die Teile so ein bisschen weiter oben, die halt nicht mehr den eigentlichen Kolben enthalten. Die bestehen immer aus dem eigentlichen Stängel. Das ist hier dieses dicke Ding, ne? Hier einmal Querschnitt. Und Blättern. So, Blätter haben jetzt die praktische Angewohnheit bzw. Eigenschaft, dass man die relativ einfach abziehen kann, ne? Und die Blattinnenseite, hier dieser Bereich, der ist sehr klebrig. Das fühlt sich sofort sehr, wenn man einen frischen Rohrkolben mitten in der Vegetationsperiode, sprich Juni, Juli, sowas um den Dreh, wenn man da einen erntet, auch August noch, dann haben die hier diese klebrige Blattinnenseite. Je weiter unten am Blatt man das Ding abmacht, desto klebriger wird's. Und dieses Klebrige, was da dran ist, das ist zumindest irgendwie stärkehaltig, vielleicht sogar ein winzig kleines bisschen zuckerhaltig. Und da kann man auch, wenn man dann verzweifelt ist, drauf rumkauen. Ja, ich bin bei sowas immer vorsichtig, aber schmeckt nicht unangenehm. Schmeckt nicht unangenehm. Und man löst sich, da löst sich schon auch ein wenig Kalorien raus aus eben diesem klebrigen Bestandteil, ne? Viel ist das nicht. Aber wenn du eh nichts zu tun hast den ganzen Tag, weil du irgendwo gestrandet und jetzt am Verhungern bist, dann kannst du auch in Ruhe auf Blattansätzen vom Rohrkolben rumkauen und eben versuchen, da noch ein paar Nährstoffe rauszulösen. Also immer da, wo das Blatt wirklich direkt am Kolben klebt, das habe ich jetzt hier gerade direkt abgemacht, immer da haben wir diese süßliche Komponente und können da eben paar Kilokalorien sogar rauskauen, ne? Also wie gesagt, nicht viel. Besser als Cambium fressen auf jeden Fall, für diejenigen, die wissen, was das ist. Hier noch ein paar Worte der Warnung, Mahnung. Das ist ja eine Wasserpflanze. Das heißt, die steht wohl möglich in irgendeinem Wasser, das mit Bakterien für uns untrinkbar ist, ne? Das ist der Pflanze selbst wurscht. Nur weil da was drin ist, was uns nicht gut tut, wenn wir das Wasser trinken, heißt das ja nicht, dass die deswegen nicht wachsen kann. Drum kann es also durchaus sein, dass das Wasser, in dem der Rohrkolben steht, eben ja verunreinigt ist. Und wenn wir dann an den Blättern darum kauen, dass diese eben irgendwie in Kontakt mit verunreinigtem Wasser gekommen sind. Je nachdem, wie weit unten wir die Blätter eben abmachen, je nachdem, wie hoch der Wasserstand gerade gewesen ist oder vor ein paar Tagen gewesen ist oder sonst irgendwie, da besteht also ein geringfügigstes Kontaminationsrisiko. Das kann man umgehen, indem man sich halt neben dem Wasser, wo man jetzt seinen Rohrkolben rausgeholt hat, noch ein zusätzliches Wasser sucht, das Trinkwasserqualität hat und kann ihn da drin einfach ein bisschen abwaschen und dann ist das Problem auch schon gelöst, ne? Aber ja, wer da einfach auch nochmal sicher gehen möchte. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass vom Rumkauen auf den inneren Blättern man da eigene Kontamination abbekommt, die zu Gesundheitsgefährdung führen kann. Nur damit ich es aber gesagt habe. So, das eigentliche Innenleben bzw. der eigentliche Stiel hat dann immer noch so ein paar Blätter dran, von denen man gar nicht viel sieht. Wenn man da genauer hinguckt, merkt man es doch. Und je innerer die Blätter werden, desto besser lässt sich da diese Schicht ein wenig abkauen, die da entsprechend dran ist. Man kann das natürlich vorher auch noch ein bisschen im Wasser heiß machen, man kann das vorher noch ein bisschen abspülen und jedenfalls kann man da Schicht für Schicht das Zeug abziehen. Und wenn man wirklich alles verwerten will, schlägt man das einmal durch, beziehungsweise kaut ein bisschen drauf rum und kann die Reste ausspucken. Oder man tut es ins heiße Wasser, kochendes, ja,
vielleicht kochendes Wasser, wenn nicht, tut es auch sehr heißes Wasser, kocht das ein bisschen aus sozusagen, die ganzen Inhaltsstoffe, die für uns auch verdaubar wären, landen dann im Wasser und dann muss man halt hinterher quasi ein Rohrkolbensüppchen sozusagen dann auslöffeln. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das besser ist, es erfordert halt kochendes Wasser. Es geht auch so im rohen Zustand, dass man das einfach auskaut. Ne? Und dann kann man, wie gesagt, Schicht für Schicht hier abtragen und das wird dann immer dünner und dünner. Und je weiter unten man am Kolben das jetzt abgeschnitten hat, desto eher bekommt man irgendwann diesen Kern. Hier zu erkennen daran, dass da keine Blätter mehr drumherum sind, das konnte man früher ganz gut sehen. Moment. Ja, da könnt ihr es nochmal sehen. Da seht ihr die ganzen Blätter drumherum angelagert mit den Waben, der Wabenstruktur, die typischerweise haben. Darum ist das auch so ein tolles Isolationsmaterial und nachhaltiger Baustoff. Und je mehr ihr da abgekratzt habt, desto mehr kommt ihr dann zum eigentlichen Kern. Der ist jetzt auch wieder sehr klebrig, aber ja, da muss er noch jung sein. Beim Jungen kann man die, wie gesagt, einfach so als Kaugemüse sozusagen ein bisschen drauf rumkauen und ein bisschen was theoretisch, je nachdem, wie ihr drauf seid, auch schlucken. Darum geht es eigentlich gar nicht so sehr. Es geht wirklich darum, den Zucker bzw. die kurzkettigen Stärkemoleküle, wenn dann welche drin sind, hier einfach rauszulösen und diese dann zu schlucken. Ja, ob man jetzt die ganze Pflanzenmasse mitfuttert, ist vielleicht gar keine so wirklich gute Idee, weil es gibt wohl möglich Verstopfung. Ne? Also das jedenfalls soweit. Wir setzen hier mal noch einen Schnitt. Ja, ändert sich nicht viel. Das ist das Innenleben. Das Innenleben selber hier, das sieht ein bisschen weicher aus. Man kann auch versuchen, das ein bisschen frei zu schnitzen sozusagen, dass man also wirklich nur noch diesen inneren Kern hier hat. Ich habe in meinem Leben auch viel zu wenig mit Rohrkolben experimentiert, deswegen finde ich das gerade selber spannend. So, also das ist jetzt nur noch der Kernkern, also quasi, wenn man das anspitzt. Also da bin ich jetzt überrascht. Die Pflanze transportiert ja auch Zucker zur Speicherwurzel. Ja, und wenn man die frisch abgeschnitten hat, dann ist ja der ganze Zucker, der gerade durch den Stängel unterwegs ist, ja noch irgendwo unterwegs. Das dauert sehr lange, bis der Zucker tatsächlich angekommen ist. Das heißt, du kannst also diesen inneren Bereich, in dem der Zucker scheinbar offensichtlich zumindest anteilig auch transportiert wird, den kann man offensichtlich auskauen. Das ist dann süß, weil das war gerade süß. Also Theorie und Praxis. Ne? Hätte jetzt nicht gedacht, dass das einen großen Einfluss hat, aber doch, das war gerade ganz angenehm. Das machen wir jetzt nochmal. Das schmeckt tatsächlich gut. Also selbst mir als Olm Kostverächter. Nam nam nam. Ja, das geht. Tatsächlich. Ja. Also nochmal, das sind keine Welten an Kalorien, aber so ein Ding ist super einfach zu ernten, wenn man welche gefunden hat und weiß, wo die wachsen. Die kannst du entweder mit Schmackes rausreißen oder du buddelst halt ein bisschen, was den Vorteil hat, dass du mehr von der Wurzel bekommst. Dazu kommen wir gleich noch. Aber krass, das schmeckt erstaunlich gut. Ja. Bin ich jetzt positiv überrascht, muss ich sagen. Hab hier noch einen Bereich von weiter unten. Gleiches Spiel, auch da kann man die Blätter abziehen, dann werden sie wieder klebrig und so weiter und so weiter. Den Innenbereich irgendwann freilegen. Ne? Und ja, aber eben nochmal vielleicht kurz zur nachhaltigen Verwendung vom Rohrkolben, was ihr hier sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Diese Wabenstruktur, die dem Rohrkolben eigen ist, mit dem inneren Bereich, der eben im trockenen Zustand dafür sorgt, dass das Ganze schön stabil ist, dann funktioniert das so ein bisschen wie Bambus, kann wie leichterer Bambus, also jetzt nicht als Bambusgerüst, also als Rohrkolbengerüst, wie ein Bambusgerüst verwendet werden. Aber wenn du eine Fasermatte oder eine Matte aus zerkleinerten Rohrkolben machst und gerade eben auch diese mikroporöse Wabenstruktur nutzt, dann gibt das hervorragende Dämmstoffmatten, sowohl Schallisolation, ne, also als tolle Variante, um sein Haus irgendwie krachdicht sozusagen zuzukriegen, das hätte ich jetzt auch gerade gern, oder Wärmeisolation, ja, was Schall dämmt, dämmt nicht zwingend auch Wärme, in diesem Fall dämmt es aber beides. Das ist also durchaus ein Rohstoff der Zukunft, das Zeug wächst sehr schnell und wenn wir zum Beispiel unsere Moore, insbesondere die Niedermoore in Deutschland wieder vernässen, was momentan gerade politischer Wille ist und das auch ganz gut angelaufen ist bisher, ich hasse diese Dinger wirklich, furchtbar.
wenn wir das machen wollen, unsere ganzen Moore wieder vernässen, damit das CO2, was drin ist, wieder gespeichert wird oder entweder also neuer Speicher aufgebaut und Austrag sozusagen gestoppt wird, dann müssen wir mit dieser Landschaft auch irgendwas anfangen, weil wir zu wenig Land haben, um eine riesige Fläche als Moor einfach wieder Moor sein zu lassen, ohne sie zu nutzen, insbesondere bei Niedermooren. Und da muss man da also irgendwas anbauen. Was kann man da anbauen? Na, zum Beispiel Schilf, jede Menge Schilfdämmstoffmatten oder Schilf... Faserstoffplatten und so weiter und so fort. Oder eben Rohrkolben, damit geht es vielleicht sogar noch ein bisschen besser als mit Schilf. Da kann man sich jetzt streiten, was da jetzt nun besser ist und so weiter und so fort. Beides funktioniert, beides kann ein sehr nützlicher Rohstoff sein und beides wächst so schnell und so viel in Niedermoorlandschaften, dass das echt für die Rohstoffversorgung, für alternative Baumaterialien sozusagen eine größere Rolle spielen könnte. Ja, also hier klebt richtig, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier kleben so richtig klebrige, ja, so ein bisschen sirupartige Substanzen am Stängel, die auch wirklich so leicht süßlich schmecken. Da ist auch ein bisschen Zucker bzw. Inulin. Das da ist Inulin. Wer sich ein bisschen auskennt, erkennt, oh, das sind ja lauter Zuckermoleküle. Genau, und die hängen eben entsprechend aneinander und sind unterschiedlich lang, diese Verkettungen. Das ist Fructose, na, nicht Glucose, sondern Fructose ist jetzt nicht so wichtig für die Verstoffwechselung, aber hängt halt doch ein bisschen fester zusammen, beziehungsweise ist ein bisschen komplexer vom Aufbau her, als das zum Beispiel bei Saccharose der Fall ist oder eben kurzkettige Stärkemoleküle. Das heißt, Inulin im Grunde auch genauso kalorienmäßig sehr ähnlich wie zum Beispiel eben kurzkettige Stärke oder halt einfach irgendwelche Zuckermoleküle, aber durch den etwas komplexeren Aufbau ein Hauch schwieriger zu verdauen, gerade für Därme, die das nicht gewöhnt sind, also Menschen mit Darm, die sowas nicht gewöhnt sind, kann das ein bisschen zu Blähungen und gegebenenfalls ein bisschen Bauchschmerzen führen, wenn man große Mengen Inulin zu sich nimmt und wie gesagt, es nicht gewöhnt ist. Man gewöhnt sich aber sehr schnell dran, da hast du halt ein paar Tage Blähungen und danach kannst du weiter fröhlich Rohrkolben oder zum Beispiel Löwenzahnwurzel oder andere Pflanzenbestandteile, Zichorienwurzel, ja, den berühmten Klassiker vom Kaffeeersatz nach dem Krieg. Sowas in die Richtung kann man dann deutlich besser verdauen. Ja, wäre also im Rahmen eines Survival-Trainings vielleicht mal ganz gute Idee, regelmäßig Inulin zu konsumieren. Mache ich aber auch nicht. ist da auch drin. Ja? Gerade je weiter runter man kommt, das ist ja ein sehr weit unten Stück. Ich konnte übrigens den ganzen niemals transportieren. Ne? Ich kann mir nicht irgendwie hier in meinen kleinen Rucksack 1,50 Meter Rohrkolben reinstecken. Das ist einfach technisch nicht möglich. Darum musste ich ihn halt klein schneiden. Aber hier wird der richtig schön saftig, in Anführungszeichen. Und die Blätter enthalten wirklich viel von diesem Klebezeug. Und auch da wird jetzt natürlich der Kern, den man wohl möglich auskauen kann, natürlich noch viel dicker. Den legen wir jetzt nochmal frei und dann machen wir mal einen Test. Oh ja, oh ja, das ist ja richtig hier, das wird ja richtig saftig. Also es ist so ein bisschen Learning by Doing. Ich weiß das alles theoretisch, aber ich hatte viel zu selten die Gelegenheit, wirklich mal so ein Ding auch in die Hand zu nehmen. Ich habe es euch zu diesem Zeitpunkt schon eingeblendet. Ich habe den gefunden, schlicht und ergreifend, kurz vor unserem kleinen Bahnhöflein, im Dörflein, im Graben. Von den Schienen, von den Gleisen, von unserer Bahn, die hier durchfährt. So, nee, das ist jetzt noch nicht... Aha, nee, das ist jetzt viel zu ausgeholzt. Also in diesem Fall ist der Kern, weiter oben geht's, kann man den auskauen. Keine Chance, ne? Holzartig. Ja, also da muss ich schon richtig durchschnitzen, wenn ich da noch was klein kriegen möchte. Und dann lediglich... Ah ja, hier. Ich habe noch nicht weit genug geschnitten. Den inneren Kern, den kann man dann doch wieder wegkauen, scheinbar. Ja, also man muss das Holzige weitgehend wegschneiden und dann findet man auch unten nochmal einen Kern. Aha. Also das ist kein Holz natürlich, ne? Die Pflanze bildet kein Holz. Nur halt eben festeres Material und weniger festes Material. So, das müsste jetzt wieder gehen. Ja. Also da ist definitiv was drin. Und ansonsten, wenn man das rausgekaut hat, da stecken die ersten paar Bissen, ist es so ein bisschen lecker. Also wirklich fein. Und danach schmeckt es so ein bisschen, als würdest du auch Styropor rumkauen.
wenn man in die Binsen gegangen ist und an den Binsen rumgekaut hat, ganz normale, egal welche Binse, wenn ihr irgendwo Binsen in der Natur findet, das sind diese kleinen, dünnen, grasartigen, ja, es ist im Grunde ein Süßgras, glaube ich. Ein Süßgras oder ist ein Sauergras? Weiß ich gerade gar nicht. Das müsste ein Sauergras sein, glaube ich. Egal. Jedenfalls, die haben innen drin auch so ein schaumstoffartiges Gewebe. Das kann man, wenn man ganz verzweifelt ist, auch auskauen und manchmal erwischt man 2 bis 3 Zuckermoleküle. Also lächerlich wenig, aber so ähnlich funktioniert das hier auch. Nur, dass hier halt erheblich mehr drin ist als in den Binsen. Ja, aber 3-4 Mal draufbeißen, dann ist es auch schon leer. Also wer nachhaltig sein möchte und garantiert alles rausholen, was da irgendwie drin ist, der kann auch 7 Mal draufbeißen, aber da müsste man jetzt wieder weiter schnitzen und so weiter. Also das ist wirklich was für Survival-Zwecke, wenn man nichts Besseres zu tun hat, macht man sich Rohrkolben. Sticks zum Kauen. Aber ich denke, wenn man da eine gewisse Übung hat und dann irgendwann mal weiß, wie weit man da reinschneiden muss, damit das funktioniert, ja, dann geht das irgendwann sogar halbwegs schnell und halbwegs gut und funktioniert einigermaßen. Ne? Ich drehe die Kamera nur ein bisschen, damit mir niemand ins Bild rennt, der da nicht rein möchte. Gut. Also, das kann man alles mit dem Stängel anstellen. Kolben selber haben wir auch drüber geredet. Wie gesagt, je nachdem, wie reif der dann halt schon ist, dann kann man mal mehr mitmachen, mal weniger mitmachen. In diesem Zustand ist er jetzt wahrscheinlich relativ am unnützlichsten, in Anführungszeichen. Ne? Also entweder als Zunder oder eben Dämmmaterial zum in die Klamotte packen, wie gesagt, zum Schlafsack theoretisch zusätzlich auffüllen. Man nehme an, die Zombies haben alle gefressen, man hat einen alten Schlafsack irgendwo rumliegen, der ist aber nicht warm genug. Man kann den irgendwo ein bisschen aufschnibbeln und hat Nähzeug, um ihn wieder zusammenzunähen. Wichtig, nicht aufschneiden, damit du ihn hinterher nicht mehr wieder zusammenkriegst und möchtest die Füllung vom Schlafsack einfach noch ein bisschen ergänzen, dann könntest du zum Beispiel Rohrkolbenmaterial im Herbst, Spätherbst bis Anfang Winter, das Rohrkolbenmaterial, was man dann findet, dann kann man die wirklich so auseinanderziehen und hat einen Riesenhaufen Flupf in der Hand sozusagen. Schön bauschiges Material, das könnte man dann auch zum Ausstaffieren von Klamotten verwenden. So, und was mich jetzt den ganzen Weg hierher vollgestunken hat, ist der untere Bereich. Je nachdem, wie sehr man Bock hat zu buddeln, kann man hier noch das Rhizom mit ausgraben. Rohrkolben bildet ein Rhizom, also so rum wäre richtig, ne? So rum stand da im Boden. Ein Rhizom ist eine Speicherwurzel, die gleichzeitig der horizontalen Ausbreitung dient. Das heißt, die wächst von links nach rechts, breitet sich im Boden aus und von der Wurzel aus kann eine neue Pflanze direkt hochwachsen. Das ist eine Form von sich selber klonen. Vegetative Vermehrung nennt man das auf schlau. Und ja, machen manche Pflanzen, die eben nicht immer sich darauf verlassen wollen, dass ihre normale Ausbreitung per Samen erfolgreich ist. Weil auf dem Wege können sie größere Kolonien bilden und können von sich selber, weil die neu austreibenden Triebe, die nach oben gehen, ja Klone von ihnen selber sind, können sie quasi ihr eigenes Erbgut viel effizienter verbreiten, indem sie als Individuum aus 28 Stängeln bestehen und nicht nur aus einem sozusagen. Und das hat natürlich große Vorteile, das heißt, die bilden richtige Kolonien, riesige Felder im besten Fall, wenn man irgendwo eine Sumpflandschaft hat. Ich habe bloß ein paar wenige Exemplare, deswegen wollte ich da nur einen rausholen. Und wenn du es schaffst, das Rhizom auch auszubuddeln, was ich jetzt leider nicht konnte, weil direkt neben den Bahngleisen stehen und irgendwie im Boden rumbuddeln, das war mir jetzt doch im Dorf wohlgemerkt, war mir jetzt ein bisschen zu auffällig. Ich habe dezent mir einen geklaut. Das ist übrigens nicht verboten, ne? Das ist Blumenpflücken sozusagen. Auf allgemeiner freier Landschaft plus minus. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass es verboten wäre. Wenn doch, dann klärt mich auf. Und, hier könnt ihr was sehen. Das ist ein Teil dieses Rhizoms, ist halt noch ein sehr kleiner. Das heißt, das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Trieb. Und das ist auch ein Trieb. Und zwar breitet der sich jetzt eben so seitlich im Boden aus. Wird dann dicker, dicker, dicker. Und irgendwann kommen dann neue Rohrkolben, Halme entsprechend hoch. So, jetzt hat der Rohrkolben also eben die angenehme Eigenschaft, dass er erstens in seinem Rhizom Stärke speichert. Das heißt, das Rhizom als solches, wenn es dann ein dickes Stück davon irgendwie zu bekommen ist, nochmal, ich konnte da halt nicht groß graben, aber das ist nicht weiter schwierig, das ist ja ein sumpfiger Boden, da kann man schon ein bisschen rumbuddeln, insbesondere wenn man ein Buddelgerät hat. Aber auch die eigentliche Wurzel bzw. der Wurzelbereich, hier schön zu sehen, der hat so eine angenehm fleischige Farbe, als wäre da was drin, was man brauchen könnte. Und tatsächlich ist da eben noch mehr von dem drin,
auf dem ich die ganze Zeit rumkaue. Nur ist das hier jetzt wahrscheinlich noch mal zuckerhaltiger. Leider ist das Problem, dass da, wo der herkommt, insbesondere der untere Teil, ist das halt häufig Boden, der unter Sauerstoffabschluss vor sich hin gärt, weil es da ständig feucht ist. Da kommt der Rohrkolben zwar mit zurecht, aber wenn wir das dann rausreißen und es kommt Sauerstoff dran, dann gehen schlagartig diverse Zersetzungsprozesse los. Verschiedene Bakterien starten sofort mit der Arbeit, beziehungsweise ihre bisherige Arbeit äußert sich in einem sehr muffigen Geruch, wenn die anaerob arbeitenden Bakterien da eben Zersetzungsprozesse und so weiter und so fort starten. Und das führt dazu, dass da das Innere, da kommt natürlich von dem ganzen Muff nichts dran. Das wird schön rausgefiltert, das Ding ist sozusagen wasserdicht. Aber dieser Muff hängt außen an der Pflanze und führt dazu, dass es im ersten Moment kulinarisch nicht besonders lecker zu sein scheint. Jetzt im vom Muff umgebenen Bereich der Speicherwurzel sich was rauszuschneiden und dran rumzukauen. Schmeckt aber erstaunlich gut. Ich bin wirklich, wirklich überrascht. Ja, und anders als weiter oben, kann man das jetzt wirklich essen. Kann ich beschreiben, nach was das genau schmeckt, aber es ist wirklich nicht schlecht. Echt, das schmeckt wirklich gut. Und ich bin normalerweise äußerst pingelig, was sowas angeht. Ne? Aber halt eben nur hier so dieser innere Bereich. Der hat Kalorien. Schwer zu sagen, wie viele. Da findet man widersprüchliche Informationen. So, wir reden doch noch mal ein klein wenig über die paar Zahlen, die ich gefunden habe, zur ungefähren Einschätzung, wie viel Kalorien denn so ein Rohrkolben-Rhizom bzw. unterster Stängel-Wurzelbereich in Anführungszeichen, was könnte da so drin sein, ne? Da gibt es durchaus widersprüchliche Aussagen, also alle Angaben mit einer gewissen Vorsicht genießen, aber ich denke, so völlig unrealistisch ist das, was ich jetzt hier zusammengesucht habe, auch nicht. Laut eine Studie, die sich Wikipedia auch durchgelesen hat, gibt es 46% Stärke und Zuckeranteil. Ne? Das wurde wohl mal halbwegs ermittelt und ist wahrscheinlich nicht ganz falsch. Das bedeutet, da Stärke oder Kohlenhydrate allgemein ca. 4 Kilokalorien pro Gramm haben, sind das etwa 200 Kilokalorien, die wir also pro 100 Gramm Trockenmasse aus dem Stärke-Zuckeranteil ziehen können. So, dann haben wir etwa 20% Fasern oder mindestens 20% Fasern. Das kann gegebenenfalls für Mägen und Därme, die das nicht gewöhnt sind, dazu führen, dass wir hier einen sehr hohen Ballaststoffanteil haben. Vielleicht ein kleines bisschen für, wie gesagt, einen Magen und Darm, der das nicht gewöhnt ist, zu hoch. Das kann ein bisschen Verstopfung geben. Aber ja, man muss ja nicht gleich ganz viele Rohrkolben auf einmal mampfen, sondern kann sich da ein bisschen rantesten. Und oder eben sich vorher schon ballaststoffreich, zum Beispiel vegan, ernähren. Dann ist der Magen das bereits gewöhnt und man kann mit dem Rohrkolben gleich volle Kanne loslegen. Ne? So, etwas mehr Fett als Kartoffeln steht in verschiedenen Quellen. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ne? Also Kartoffelflocken haben, also wir vergleichen hier meistens Mehle. Rohrkolbenmehl, also Mehl aus dem getrockneten Rhizom sozusagen, mit Kartoffelflocken, also sprich Kartoffelbrei, Instant-Kartoffelbrei ist ja nichts anderes als Kartoffelflocken, die haben 6,5 Gramm Fett pro 100 Gramm getrocknete Kartoffeln, also Kartoffeltrockenmasse. Ne? Und da jetzt der Rohrkolben etwas mehr Fett haben soll, bin ich von 8 Gramm ausgegangen und das wären dann ca. 72 Kilokalorien, die auf unsere 200 Kilokalorien, die wir aus der Stärkekomponente haben, noch dazukommen. So, und jetzt soll eher wenig Eiweiß drin sein. Das sind dann also vielleicht nochmal so 30 bis 40 Kilokalorien, die durch Eiweiß zustande kommen. Und dann sind wir bei ca. 300 Kalorien pro 100 Gramm Trockenmasse. Jetzt haben wir aber natürlich keine Trockenmasse, wenn wir irgendwo einen Rohrkolben aus dem Boden buddeln, sondern wir haben Frischmasse und die hat mindestens 50% Wassergehalt. Kann ich euch nicht genau sagen, wie viel exakt, aber super, super viel wird es auch nicht sein. Das ist ja eine Speicherwurzel letzten Endes, die soll ja nicht nur ganz viel Wasser einlagern. Das muss eben genau genommen überhaupt nicht, weil das ist ja eine Sumpfpflanze, die eigentlich nur da wächst, wo immer ganzjährig Wasser verfügbar ist. Drum wäre große Mengen Wasser einzuspeichern völlig zweckverfehlend für ein Rhizom und drum dürfen wir schon von einem Mindestwassergehalt von nur in
Anführungszeichen 50% ausgehen. Ne? Beispielsweise Holz, also Stammholz, wenn du einen Baum fällst, da kann der Stamm auch Wassergehalte von 200% haben, also deutlich mehr Wasser drin im ersten Moment, als der überhaupt Trockenmasse besitzt. Ja? Also so gesehen ist 50% relativ human. Das bedeutet, wenn man ein Kilo frisches Rhizom sammeln, das dürfte relativ schnell gehen. Ja, da musst du nur ein paar Stängel rausreißen oder noch besser eben buddeln, dann kriegst du pro Stängel eben mehr. Und das hast du aber wirklich recht schnell, wenn du irgendwo gut an die Dinger rankommst. Erreichbarkeit ist da so ein bisschen das Thema. Und ja, beim Kilo Frischmasse kriegen wir ungefähr 1000 Kalorien raus, weil ja, das ist dann ja schon mal ordentlich. Und die schmecken sogar gut und können sogar roh verzehrt werden. Und das Sammeln kannst du nur auch ohne Werkzeuge erfolgen. Soll heißen, der Rohkolben eignet sich im Grunde für das Überleben in der krassesten Notsituation überhaupt. Ohne jede Ausrüstung, notfalls sogar noch naggisch, kann man sich Rohrkolben besorgen. Der ist natürlich, wenn man jetzt kein Messer hat, um ihn schön aufzuschneiden, dann ein bisschen schwieriger, an das Rhizom ranzukommen. Aber da kannst du auch mit dem Stein so lange drauf rumklopfen, bis das halt so weit aufgeht, dass du an die nahrhaften Pflanzenteile rankommst. Ja? Aber lasst euch nicht erzählen, das sei super, super, super ultra gesund und da sei noch Wunder was wie was drin, was dem Körper Wunder was, welche Kräfte verleiht. Dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg. Aber nahrhaft ist das Zeug auf jeden Fall. Das wäre also wirklich eine Alternative, das als Nahrungsmittel auf größerer Grundlage anzubauen, weil, das steht da ganz unten, der Ertrag ist wirklich sensationell. Das ist erheblich mehr Biomasse, die essbar ist, als man zum Beispiel von einem Kartoffelfeld bekommt. In Paludikultur übrigens angebaut, das heißt als ja, Anbau aus dem Sumpf, Anbau aus dem Moor. Und das könnte in der Zukunft nochmal sehr, sehr wichtig werden. Ich weiß nicht gerade nicht auswendig, ob der Ben vor Ort dazu noch was gesagt hat. Vielleicht hat das, wenn nicht, muss es an der Stelle reichen. Ja, also das ist schon, das ist das Speicherorgan einer sehr, sehr großen Pflanze, die große Mengen von Stärke einspeichert. Schmeckt wirklich nicht schlecht. Ist natürlich ein bisschen faserig, so im Verzehr. Da futtert man auch sicher noch ein paar Fasern mit. Also überhaupt nicht bitter, leichte Süße, wenig Aroma. So zwischen neutral und leicht süß. Eigentlich ganz netter Geschmack, ja. Nur riecht halt wirklich nach enormen Zersetzungsprozessen unter Luftabschluss. Das ist einfach nichts, was gut riecht für unsere Nase. Ist auch nichts, womit man sich intensiver beschäftigen sollte. Aber ja, das ist also eine der effizientesten Survival-Pflanzen überhaupt, weil weltweit überall zu finden, weltweit überall essbar. Man kann das Ding auch höchstens mit der Schwertlinie verwechseln, da muss man sich aber sehr dumm anstellen. Und universelles Nahrungsmittel sozusagen für Survival-Zwecke. Lustige Anekdote. Übrigens, ich habe hier Besuch. Das ist mein Freund, der Erpel. Hallo Erpel. Der ist erheblich näher, als es hier jetzt aussieht. Ich habe hier einen krassen Weitwinkel in der Kamera. Das ist gerade eine sau spannende Zeit, weil die Erpel bekommen momentan gerade alle so ein bisschen braune Flecken an ihrem grünen Kopf bei der Stockente. Das liegt daran, dass sie gerade in ihrer Mauser sind. Die wechseln ja einmal ihr Prachtkleid. Man kennt ja, die männliche Stockente ist eigentlich relativ farbenfroh. Und dieses Prachtkleid muss regelmäßig einmal pro Jahr erneuert werden, damit sie im nächsten Jahr wieder besonders farbenfroh und besonders hübsch sein kann, um die Weiblein zu beeindrucken. Während wir ja wissen, dass weibliche Stockenten bekanntermaßen ja, das ganze Jahr über ein eher unscheinbares, braunes, wunderbar getarntes Federkleid tragen, wo sie dann beim Brüten irgendwo im Rohrkolben zum Beispiel nicht auffallen. Ne? Und er leistet sich eben das schicke Federkleid, um anzuzeigen, hey, obwohl mich jeder sieht, der Fuchs, der Marderhund, der Waschbär, der Wolf von mir aus, der Goldschakal neuerdings, hab dann noch Rohrkolben. Werde ich nicht gefressen, das heißt, ich bin offensichtlich ein guter Erpel und verstehe meinen Job, nicht gefressen werden, das ist dann für die Weiblein attraktiv. Also das ist so ein bisschen
abstrahiert, nicht nur die bunte Farbe, die so ein männliche Stockenter, so ein Erpel halt generell so hat, wirkt für die Weiblein attraktiv, sondern die wirkt, beziehungsweise das wird auch der Fall sein, aber das ist deswegen attraktiv, weil er auf Tarnung verzichtet. So, jetzt muss aber einmal pro Jahr eben das Gefieder gewechselt werden und das erfordert auch das Austauschen der Flugfedern, der Schwungfedern, die zum Fliegen da sind. Und weil er in diesem kurzen Zeitpunkt, wo er seine Flugfedern durchtauscht, sozusagen nicht fliegen kann, nimmt er dann kurzfristig, das ist die Zeit im Jahr, wo es auf einmal nur noch weibliche Stockenten gibt. Wenn ihr eine ganze Stockentenkolonie anguckt, ihr findet nur Weibchen, dann liegt es daran, dass die Männchen jetzt, wo sie nicht fliegen können oder nur sehr schlecht, sagen wir es mal so, eben quasi Tarnfarbe annehmen, weil es jetzt super gefährlich wäre, weiterhin auffällig in normaler Stockentenerpel-Befiederung sozusagen unterwegs zu sein. Also das nur am Rande angemerkt. Übrigens, was man hier auch nochmal wunderbar sehen kann, sind diese einzelnen Kämmerchen hier drumherum der Blätter, die dann eben diese wunderbaren Hohlräume bilden. Und es ist ein ganz, 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 ganz tolles Material als für nachhaltiges Bauen. Da kann man also jede Menge spannendes Zeug mit anstellen. Insbesondere, wenn die jetzt noch älter sind und eigentlich oberirdisch schon fast vertrocknet, dann sind sie das perfekte Baumaterial und bilden noch mehr von diesen Hohlräumen aus. Und ja, eine ganz, ganz tolle Pflanze. Und ich hatte jetzt endlich mal die Möglichkeit, mir so ein Ding mal genauer anzugucken. Ja? Was kann man da noch mitmachen? Ach so, lasst euch nicht erzählen, das hätte irgendwelche Heilkräfte, das ist Schwachsinn. Das hat es nicht. Ja, das ist einfach Humbug, beziehungsweise Hokuspokus, wenn das jetzt angeblich auch noch irgendwelche heilenden Wirkungen haben soll, wenn man sich da die Blätter irgendwo hinlegt und so weiter und so fort. Also man kann auch deutlich mehr Wurzel rausholen, als das, was ich jetzt hier gekriegt habe. Ne? Ich habe ihn einfach nur rausgerissen. So. Übrigens, die Enten, die hier unterwegs sind, die haben da hinten auch ein bisschen Nachwuchs. Da sind ein paar größere Küken unterwegs. Stockentenküken sind ja immer wirklich so eines der niedlichsten Viecher, die so unterwegs sind. Ach, toll. Ja, das war's. Bedanke mich und hoffe auf eine motorradarme Zukunft. Macht's gut.